hier davon. Ja, Achim, macht hier mal, wir haben hier Hinterrad bekommen, wieder mal eine Sachs. Mit einem heraushängenden Lager schon. Und da guckt der Achim jetzt mal rein und zeigt euch mal, was da kaputt ist. Dann machen wir doch glatt. Damit es ein bisschen interessant bleibt. Ein bisschen Fahrrad-TV auch und so. Nicht immer nur Quatsch. Blabla-TV. Also offensichtlich guckt da schon eine Murmel raus, heißt der Lagerring ist schon mal breit. So viel können wir schon mal von vornherein sagen. Ja, dann hoffen wir mal, dass er auch was sieht. Schlecht ist, dass ich schon mal überall Metallspäne sehe. Also, wie ihr seht, normalerweise müsste das Ganze hier jetzt hochkommen, weil hier ist ja eine Feder drin. Aber der Staubdeckel verklemmt hier alles. Was die Vermutung zulässt, dass an der Feder auch was nicht in Ordnung ist. Na doch. Rausgekommen ist er. Nur die Feder ist halt nicht mehr so lang, wie sie eigentlich sein sollte. Das hat sich also schon mal erledigt. Wir brauchen die Feder, den Staubdeckel, naja, und wie ihr an den Murmeln seht, natürlich den Lagerring. Da haben wir schon mal drei kaputte Teile. Ja, sieht interessant aus, oder? Naja, ohne Worte. Also drei Teile brauchen wir schon mal. Drei Teile? Na klar, Staubdeckel. Naja gut, okay. Das hat sich erledigt. Feder. Ja, weit. Und Lagerring. Okay. Schon mal die drei Teile, die wir brauchen. Kamera? Ja. Dahin. Gut, dann stellen wir sie dahin. Ja, das sieht man nicht von da aus. Ach so. Aber es ist ey, gut, schwarzes Fett, also das wird Zeit sowieso für den Service, muss man mal sagen. Ne? Das ist ja meine Partie, weil nicht sehen oder vergessen, dass man eine Arbeit permanent dreht. Sobald sich ein Rad bewegt, läuft die Arbe. Und da muss man halt auch manchmal ja, was tun. Die Dinger fallen in Zeitlupe raus. Ja, schön klitschig. Klitschige Fett. So, dann müssen wir hier drin die Anlaufscheibe noch rauspopeln. Fall ab! So, Teil Nummer 1 ist zerlegt.
Kupplungsrad, Anlaufscheibe bzw. Mitnehmerscheibe. Hey, darunter kommt ein Gehäuse zum Vorschein. Nicht von den blauen Speichennippel irritieren lassen. So. Man soll es nicht glauben, die ist tatsächlich noch gleichmäßig. Das hier ist eine Achse, die ich gestern ausgebaut habe. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber wie ihr seht, ist die vollkommen ausgefranst. Die hatte ich also schon mal getauscht. Und dagegen ist die jetzt zwar gerade ein bisschen dreckig, aber alle Zähne vom Sonnenrad sind noch da. So. Wie sie vorher ausgesehen hat, habt ihr ja gesehen. Jetzt ist das Hohlrad tatsächlich wieder sauber. Ein bisschen mit WD-40 auswischen und da sind die ersten Metallspäne. Ups. Ich könnte gerade denken, das ist der Schubklotz, aber nein, das ist nur Fett. Und Metallspäne. Wobei, Späne kann man das ja hier eigentlich nicht mehr nennen, also. Sägemehl, wahrscheinlich. Nee, also hier, ich leg's mal oben auf. Stücke Metall halt. Ah, okay. Schrapnell. Ja, das passt besser. Also, ich habe noch nie eine Achse gesehen, die so aussah. Oh, sind eingelaufene Ringe da oben? Ja. Nee, wat, doch? Ja. Weil die kannst du vergessen auch. Das nicht mehr gerade, der rutscht nicht mehr gerade rüber. Das kannst du jetzt nicht so richtig eingelaufen. Eingelaufen, richtig. Richtig, ja. Eingedreht. Na, dann müssen wir jetzt gucken. Also, wir brauchen eine Achse. Das ist das vierte kaputte Teil. Mal gucken, was noch kaputt ist. Also, ich sehe schon komplett in der Etage immer. Aber erstmal, bevor du zusammenbaust. Ja, erstmal mache ich alles sauber und entferne erstmal die Späne. Gucken, ob die Planetenräder noch in Ordnung sind. Alter, ich sehe gar nichts, das ist so viel. Da hat jemand immer fleißig Öl drin gekippt. Ich meine, ist ja eigentlich nicht schlecht, aber wenn man das Ding auseinander nimmt, ist das natürlich nicht so prickelnd. Asius? Ja, was? Hast du zufällig einen Kunststoffgetränkehalter? Wieso ein Kunststoff? Weil Metall klappert. Also weil meine Flaschen sind nicht Kunststoff, normalerweise. Aber hier ist auch, glaube ich, noch ein Kunde. Also, oder sogar drei Kunden mit Anhänger. Ja, zum Saubermachen muss ich glaube ich nicht viel erzählen. Ich kratze hier gerade die einzelnen Rillen aus vom Planetenrad. Um eventuell vorhandene Metallteile zu entfernen und das alte Fett. Jetzt kontrolliere ich im Gegenlicht, ob die Zähne noch alle gerade sind. Sind sie tatsächlich? Alle drei Planetenräder sind in Ordnung. Fettbobbeln, die ich hier gerade raushole, sind überall Metallspäne drin.
Könnt ihr zwar nicht sehen, aber ich fühle es am Schraubenzieher. Und fangt nicht wieder an zu kritisieren, weil ich sage Schraubenzieher. Ich weiß, dass das Ding Schlitzschraubendreher heißt. Ein Elektriker würde sagen Lügenbold, hat den Lehrling ersetzt. Tommy nicht so gerne sieht, aber ich muss jetzt mal ordentlich sprayen. Falls ihr mal irgendwann so eine Narbe habt, ihr müsst das Ding wirklich komplett zerlegen und sämtliche Metallschwäne entfernen. Auch wenn das eine scheiß Drecksarbeit ist, aber es muss sein, wenn das Ding wieder laufen soll danach. Das heißt, ihr müsst in jede Öffnung irgendwie mit einem Lappen hinkommen oder wenn vorhanden, könnt ihr auch Q-Tipps dafür nehmen. Mach ich den Kuchen? Bring ich mal rein, ja? Ja, mach mal, danke. Dass der da Biene. Ja, kannst du auch ein Stück nehmen, wenn du willst. Was hast du denn? Gedeckter Apfel dann? Ja. Den würde ich nehmen. Ja, das andere ist Käsemohn. Ja, das ist eher so Blumen. Ich meine, mit früher auch mal an. Ah ja, das muss auch sortiert werden, meine Güte. So. Lappen glitzert. Oh, das ist nicht gut. Naja. So wie kann auch immer. Überleg mal, der Lagerring ist weg. Wo soll der sein? So. Also, das hier ist die sogenannte Mitnehmerscheibe. Die sitzt normalerweise hier auf dem Kupplungsrad. Und die hakt dann hier, wie ihr seht, wunderschön ein und bewegt sich. Ja. Nach oben, nach unten und hakt dann wieder ein. Ja, bitte. Müsst ihr aufpassen, verschiedene Modelle. Ihr könnt nicht einfach ein Kupplungsrad nehmen und könntet in jede Narbe einbauen. Es gibt welche mit 4, es gibt ja welche mit 5, es gibt es welche mit 6 Sternen. Sache. Ihr müsst halt also aufpassen, denn ihr könnt halt nicht jede Narbe miteinander kombinieren. Das funktioniert nicht. Das kommt da hin. Ah ja, und bei den neueren Modellen, so ab 74, könnte diese drei Teile nicht mehr zerlegen, weil dieser Sprengring hier
nicht mehr offen, sondern geschlossen ist. Ihr kriegt den dann nicht mehr ab, beziehungsweise auch nicht mehr rauf. In der Beamer würde ich dort am Waschtisch machen. Der steht mir hier leider nicht zur Verfügung. Also muss ich WD-40 tun, aber das geht auch. Nimm noch eine Schale. Ach, schon wieder so viel rumgesauert. Was habe ich euch gesagt? Ja, wir brauchen mal eine Schale, müssen wir mal. Wir brauchen mal so eine Plastikschale. So eine Am besten eine Metallschale. Ja, oder eine Metallschale. In der Beamer habe ich sowas. Ja, damit ihr mal seht, was ich meine. Hier habe ich gerade eben gesprayt. So, 15. Oh, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Und zwar einfach nur eine wichtige Durchsage. Ich habe gerade einen Frontgepäckträger zum Anbauen und wollte nur mal sagen, die mitgelieferten Schrauben sind der größte Husten. Also wenn ihr da wirklich die Hersteller noch denken, dass man heutzutage das standardgemäß ist, mit Schlitzschrauben zu arbeiten, dann haben sie 30 Jahre verschlafen. Und nicht mal selbstsichernde Muttern. Also könnt ihr getrost gleich in die Altmetallkiste, Inbus oder Torx und selbstsichernde Muttern natürlich drauf. Ist aber klar. Ja, das nur mal so zwischendurch. Schalte zurück. So. Oder wenigstens hier Achter. Ey, mein, ey, wirklich, wie kommen die denn da drauf? Also Inbus Edelstahl nehmen wir und selbstsichern noch dies. Ja, ich meine, guck mal hier im Gegenlicht, siehst du das? Das naja, du, ist ja. Der Lagerring. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera sieht, aber. Ja, sobald das Tuch glitzert. Und du wirst ja Bescheid, dann ist das erledigt. So, das, was ich hier in der Hand habe, ist die Anlaufscheibe oben. Und das ist die Sicherungsscheibe. Die kommt dann praktisch darüber. Das Ende müsst ihr dann halt ein bisschen aufbiegen und dann klickt der von alleine ein und schon fällt der Ring nicht mehr ab. So, der ist sauber und in Ordnung. Jetzt bauen wir das Hohlrad. Kupplungsrad und Mitnehmerscheibe wieder zusammen. So, setzen also Kupplungsrad ein, legen die Mitnehmerscheibe drüber und dann fummelt man den Ring da wieder rum. Was manchmal nicht ganz so einfach ist. Ab und zu klappt es auf Anhieb, ab und zu braucht man mehrere Versuche. Ihr müsst halt bloß aufpassen, dass der Ring nicht wegfedert. Den natürlichen Schraubendreher nehmen und dem Schraubendreher einfach mal kurz nachdrücken. Zack, sitzt drin. Hohlrad, Kupplungsrad und Mitnehmerscheibe wieder eine Einheit. Kommen noch die Sperrklinken dazu. So, Hohlrad wieder komplett. Naja, ich bin dann hier ein bisschen an. Das ging. Das ging dann. Aber ich stand hinten, war drin und ging ohne. Ja.
Also, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Teile, die ersetzt werden müssen. Fällt euch was auf? Es müssten 5 sein. Hier auf dieser Feder sitzt normalerweise ein Gegenhalter. Der sitzt dann hier drunter und dann bilden Festkonus und diese Scheibe die Lauffläche für die Kugeln. Besagte Scheibe ist ebenfalls weg, also wird hier irgendwo in diesem Lappen rumglitzern. Und damit ihr mal seht, wie verharzt diese Narbe ist, die Sperrklinke bleibt tatsächlich ein paar Sekunden vor Ort. Klick. Normalerweise mache ich das nicht. Oha. Ja, schmeiß mal weg. Wo ist er hingefallen? Oh, einen Abzieher gefunden. Jetzt darf ich hier unten in der Maschinenablage nach dem Bremskonus suchen. Wunderbar. So, normalerweise mache ich diese Feder nicht ab. Aber bei der muss ich das leider. Denn auch da können Metallsplitter drin sein, die später wieder durch die Narbe wandern. Läuft die Kamera noch? Na, ich hoffe doch. Muss einmal Luft. Das war ja eine Aktion. Na, und es ist ja eigentlich nur ein Abendservice. Ja. Wobei man halt schnell entscheiden muss. Also eigentlich wesentlich schneller schon reingucken, kaputt. Neues Hinterrad, oder ihr braucht das Hinterrad nicht dort. So lang hier, seit 10 Uhr, 11 Uhr, ca. 12. Seit 12. Egal, fast 4 Stunden, macht keiner. Nee. Aber ich habe ja heute einen freien Tag. Also ja, ja. Kann man so Faxen mal machen. Genau, aber grundsätzlich, wenn man es selber macht, hobbymäßig ja, aber in der Fahrradwerkstatt wird keine Werkstatt wird dem Kunden das irgendwie berechnen können. Deswegen geht das natürlich nicht. Ja, der Achim ist weg, der macht jetzt Prüfungen am Dienstag. Der war heute nochmal da, hat euch nochmal ganz kurz erklärt, hier, was an der Narbe alles kaputt ist. Hoffentlich hat er das gut gemacht, wir sehen ihn beim Schneiden. Und jetzt werde ich die Narbe gleich zu Ende bauen. Fällt innen aus der anderen raus, aus der Opfernarbe, die wir hier haben. Und dann einbauen. Zuerst bringe ich aber mal 15er Schlüssel, weil oben halt einen Kettentausch zu machen. Auf der Straße drauf. Der Andi hat keine Energie mehr, sagt er. Nee. Quatzt dir sich die Augen aus. Aber mehr ist nicht. Es geht nur über die Augen. Es geht nur über die Augen. Es geht auf die Augen. Auf die Augen. Ja, die Wespen, die sind. Da ist, pass auf, die geht in die Hose rein. Die ist in die Hose reingegangen. Ah, jetzt wieder raus. Hier unten? Ja, Mann. Ja, da riecht gut. So passt, dass ich sie nicht in die Ja. Lasse. Ich glaube, die ist raus. Ja, der Andi steht schon in den Startlöchern hier als nächster Praktikant hier offensichtlich. Naja, der Koffer beträgt sich. Wollen ja alle hier so ein bisschen da sein und ein bisschen was lernen. Und ja, warum nicht, ne? Dürfen sie. Okay, was mache ich denn jetzt? Ich mache jetzt von einem aufs andere Rad. Ich baue jetzt hier aus der Narbe das Inlay raus und stecke das alles in die Narbenhülse rein, die sich da
Da kommt alles rein. Machen wir noch. So, dann fangen wir mal an. Okay, liebe Leute, jetzt geht's aber los hier. Dann machen wir mal eine Zerlegung. Schön. Tja, das war's. Halt. Inlay-Tausch von einem zum anderen. So schnell kann's gehen. Also, hab's aufgemacht, hab halt gesehen, auch hier die Narbe ist geschmiert, die ist auch relativ frisch mit Fett drin, frisch abgeschmiert. Die konnte man nehmen, einfach rübergetauscht von eben aufs andere, fertig aus. Ja, das war's eben. Jetzt wird das Ding eingebaut und das war's. Liebe Linnea, nee, Quatsch, böse Linnea, hier, du kriegst das. Und dann sprang sie und ihre Fäuste flogen und das. Und dann kriegst du noch das. So schrei ich doch nicht. Hat sie die ganzen Pflanzen unterwegs geschlagen vor Wut. Wieso, was ist denn passiert? Die haben gespielt und Luna hat gesagt, ich spiele nicht mehr mit. Und und immer, wenn sie jemanden gesehen haben, sind sie lachend weggerannt. Das war nur blöd. Ja, das ist auch blöd. Wir sind jetzt doch mit der S-Bahn gefahren, weil da muss man nur einmal umsteigen. Mit Straßenbahn hätte ich, glaube ich, dreimal umsteigen müssen. Weißt du, was man da ankommt? Ich helfe dir, Papa. Du kommst mit nach oben und ihr kommt mal erstmal runter wieder. Du, was ist mit dir? Auch Knutsch? Sag mal, warum denn nicht? Komm mal nicht runter so tief, bist du doch klein. Hast du dich benommen? Ja.
Du warst lieb, ne? Ja. So. Aber meine Schwester nicht. Oh, die Schwester. Ich bin so nass, ich schwitze. Ich muss unbedingt in die Badewanne. Ich muss unbedingt in die Badewanne. Ich muss unbedingt ohne abnehmen. Das ist echt unerträglich heiß. Bestimmt für Sie auch. Ja klar, dann sind wir da drin. Voll der Brutkasten. Wolfgang, du hier in meinem bescheidenen Zuhause. Ja, komm, setz dich, der liegt hier, Pajalsa. Ja. Ach, ich bin wieder weg. Ja, der macht jetzt. Jetzt ist er wirklich weg. Jetzt ist er wirklich weg. Ja? Ja, jetzt hat er am Dienstag Prüfung. Jetzt wird's ernst. Oh, ja. Ja, unsere Kinder mal. Ja, mal sehen. Ja, jetzt muss ich ein Schloss aufbrechen hier. Hat nämlich eine Dame den Schlüssel jetzt verbummelt. Vorhin habe ich noch zu ihr gesagt, wenn der weg ist, ist er weg. Und sie meint, naja, vielleicht habe ich ja nicht abgeschlossen und jemand anders hat sie gemacht. Ich habe gesagt, du musst sie immer abschließen. Also vorher schon. Ich habe gesagt, denk dran. Ist langweilig so. Immer abschließen. Ha? Nicht quatschen, wenn ich quatsche. Ja, ganz kurz mal warten. Mensch, ganz kurz. Kannst du dir gleich mitteilen? Der Wolfgang, unglaublich. Ja. Ich rede doch mit den ganzen Leuten, Mensch. 1000 Leute, die gucken sich das an. Schön wert. 1000 seid ihr noch nicht, die sich das angucken, sind immer so 300, 400. Ja, was wollte ich sagen? Hat er mich aus dem Konzept gebracht? Fakt ist, ich habe gesagt zu ihm, sag, denk dran, das Schloss immer benutzen, wenn es dran ist, ist es dran und ist auch gut, wenn es abgeschlossen ist. Doppelt hält besser. Naja, hat sie nicht gemacht anscheinend. Zumindest war sie sich auch immer nicht mehr sicher. Und dann hat sie jemand anders gemacht für sie und den Schlüssel weggeworfen. Oder mitgenommen oder angeschlossen zum später klauen oder was auch immer. Was sagst du dazu, Wolfgang? Jetzt darfst du reden. Jetzt darfst du reden. Ach, na, das ist aber kein Kommentar zur Situation. Nee. Schön kühl hier unten war. Ja, das kann man mal so stehen lassen. Das denkst du. Ich hör mal Thomas besuchen heute. Langweiligste aus ist der Stoß, im Fernsehen ist ohne Stoß. Alle Wiederholung. Im Fernsehen ist ohne Stoß. Ach jo. Du alte Fernseheule. Ach naja, war der Fernseheule. Mhm. Ich bin nicht, ich arbeite in alle Wiederholung durch die Corona, ja. Corona-Wiederholung. Naja. Das ist gut. Und was macht Marlin ihr Fuß? Ja, ach ja. Geht schon irgendwie. Ja. Wolfgang, jetzt wird es gerade mal gleich ganz laut, weil ich hier. Flexen muss, ja. Flex. Oh. Das ist keine Trennscheibe, das ist eine Schleifscheibe, das ist das Problem daran. Nee. Ach so. Trennscheiben sind nämlich alle. Muss ich Oma kaufen. Viel zu gefährlich mit einer Schleifscheibe. Brauchst du noch welche? Ich hab zu Hause ein paar. Für Metall? Ja. Für Metall nehme ich dir ab. Ja, ich muss mal gucken. Also die ganzen anderen Scheiben, Stein und so, wo ich nicht, da habe ich unendlich viel. Dann machen wir runter in den Keller und mal gucken, was wir wollen. Bis Montag noch. Oh, Scheiße. Das wird geschafft. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich gleich neu dran baue. Weil ich glaube, das lasse ich erstmal so. Ich krieg jetzt erstmal kein Neues von mir. Ich habe eins da. Aber. Und jetzt hat sie noch einen Wespenstich. Ja, das tut richtig weh. Die Mutti hat einen Wespenstich. Guck dir mal Zwiebel mal, bist du weg. Hat ja. Gesagt, Zwiebel raus, sorg dir draus. Siehst du das? Zieht es draus, dann brüllt doch nicht sehen, ist doch normal. Du trägst hier, aua. Da ist der Stich. Da ist Gift drin, du musst raussaugen hoch. Musst du raus, Zwiebel hoch. Was macht denn die Zwiebel? Die zieht dir draus. Ja, du bist doch Quatsch hoch. Du kannst ruhig loben, die alte Mutti damals, die hatte schon recht gehabt. Ja, meine Mutter hat Zwiebel oder Kölnisch Wasser, jedenfalls gibt da so viele Möglichkeiten. Kölnisch Wasser, ich glaube Silberwasser meinst du? Was? Naja. 47, 11, weil ich bin so viel, ich werde auch schon mal eine Wespe gestochen. 47, 11 machst du da bitte nicht auf. Das ist ein Risiko. Okay, da hier haben viele schon gearbeitet. Ja, Pirsch, oh, ja, Pirsch, ja.
Ja, ich hab zu tun. Hallo, ich hab zu tun. Kann ich leider nicht. Heute geht leider nicht. Hab ja so Fans. Ne? Auch? Ich hab ja so Fans auch manchmal draußen. Die schreien dann so von draußen rein. Thomas, komm mal. Ist ja so. Ja! Könnt ihr am Fenster Hallo sagen? Ja. Motsch, Petter. Oh, Mann. Dankeschön. Oh. Jetzt fällt mir ein Felix warte. Felix. Ich hab mal war. Ah. Ja. Na gut, der Felix ist ja ein Pflegefall, das weißt du ja. Felix ist ja ein Pflegefall, das weißt du ja. Ja, logisch. Das ist ja... Der steht ja gar nicht zur Debatte. Der ist nur ab und zu hier, um sich ein bisschen abzulenken. Und das war weg von der Straße zu kommen. Das ist ganz wichtig, mal auch mal normales Leben zu erfahren. Ein bisschen... einen gewissen Rhythmus vielleicht wieder zu finden. Ah ja. Ansporn, auch mal was zu ändern. Also, aber wenn er das nicht gefunden hat, dann nicht. Dann geht er wieder zurück auf die Straße. Und dann geistert er wieder rum ein Jahr. Und dann kommt er wieder einmal im Jahr hier vorbei. Und es ist immer so, es ist immer das Gleiche. Die kommen ja alle wieder zurück hier. Ja, das ist klar, ja. Ein Rad. Das ist genauso hier wie der Arm, weil der kommt nur ab und zu mal bei dir. Ja, ist mittlerweile auch schon Pflegefall. Oh Mann, ja, aber der muss auch noch seinen Kram abholen bei mir. Der hat noch Zeug bei mir. So, Kette sparen beim Rabeneig. Also futuristische Rabeneig. Rabeneig TS5. Mit Scheibenbremsen und Bremborium, allem möglichen Quatsch hier. Was macht der Junior? Wie spannt man hier also die Kette? Das ist ja ein simpel. Beziehungsweise Kettentausch. Die Kette hängt nämlich ein bisschen. Und ist nämlich schon ganz hinten dran. Hier ist schon extrem gespannt. Also schrauben wir jetzt erstmal die Kette runter. Die alte. Ja, Leon arbeitet. Dachdecker. Oh. War Samstag nicht, wa? Nein. Das glaube ich nicht, dass er das macht. Ich hätte es gemacht. Wegen Geld verdienen. Aber ihm sind seine Samstage heilig irgendwie anscheinend. Oder sein Wochenende. Das muss er haben. Haben wir jetzt gerade eben mal gesehen. Ja. So, alte Kette weg. Jetzt holen wir die neue Kette. Wenn man so zu Hause ist, alleine, dann fallen eben noch vier alte Sünden ein, wenn man so sagt. Ja. Sünden? Ja. Was willst du denn beichten jetzt, Wolfgang? Wen hast du umgebracht? Ja, keinen. Was? Der träumt man immer so. Was hast du gestern für einen schönen Tag gehabt? Wo war denn, oder vorhin, ja, oder wo waren wir denn? Ja, wie wir so wandern waren, alle mal in den Tag, im Mai oder wo das war, oder Juni da? Ja, ist ja ein Jahr her. Ha? Ist ja locker ein Jahr her, ne? Ja. Ich weiß ja nicht, wann war denn das? Ist ein Jahr her, ne? Ja, war letztes Jahr? Ja, war ein Geburtstag. Ja. Im letzten Jahr, ne? Ja, stimmt. Als die Geburtstag hatten da vorher oder einen anderen Tag sind wir los hier. Oder? Und dann hat es hat Spaß gemacht. Oder ist das schon 2 Jahre her? Dann lösen wir hier die beiden Schrauben. Genau gleich auf der Seite. Die da. Das
Was ist da gekommen? Aus Wolfsburg oder von den anderen, weil die mal kommen wollten, oder? Noch nicht, aber wie gesagt, Fanpost habe ich gekriegt. Aha. Das reicht ja schon. Ich freue mich ja über sowas. Ja, ja klar, nee, ist ja richtig, klar. Über Kleinigkeit freue ich mich. Und der Fanbesuch war auch da, aber aus Berlin, aus Potsdam. Ach so, also hier aus, ja. aus Potsdam. Hat ich, oh ja, jetzt vor ein paar Tagen. Die sind auch bei dir vorbeigegangen, weil ich gesagt habe, will doch mal gucken, vielleicht guckt er aus dem Fenster. Aber die haben dich nicht entdeckt. Wie gesagt, müssen wir mal gucken. Wenn er vorne einer aus dem Fenster guckt, dann kann es nur Wolfgang sein. Jetzt trägt die Anschlagschrauben hier ein Stück raus. Ja, wie gesagt, Rabeneck TS5. Ja, Rabeneck. So, jetzt rutscht sich das ganze Rad erstmal nach vorne, damit wir in Ausgangsposition kommen. Sozusagen eine Nullstellung. Jetzt ist die ganze trocken eigentlich. Jetzt werden die Regen sich, jetzt gehen die Flüsse alle, das Wasser alle zurück. Und hinten haben die Hitze, wa? Und in Bayern da unten, da schützt der Regen jetzt, wa? Wenn du 20 Euro so erzählst. Ja, das ist, ja, ich weiß ja, das ist nicht gut. Die fehlen dir ja auch, ja. Die fehlen mir, das ist richtig. Das ist alles richtig, aber ich. Ich weiß ja nicht, ob du das mal wieder kriegst, wa? Ja, ja, das ist wirklich problematisch. Ich weiß ja, manche kommen dann und die nehmen das nicht wieder, wa? Bei den meisten läuft man hinterher, es ist ja wirklich schlimm. Naja. Ich war Pumpenhücke, jetzt hab das früher gemacht. Ich bin den Ecke wunderbar. Und heute noch 500 Mark damals. 500 Mark? Ja, ja. Das ist auch viel Geld. Ja, den anderen. Das Auto damals und den hat wunderbar 500 Pumpen. Ich sag, irgendwie was. Und da saßen sie dann hinterher, haben die gesagt, wandelt nicht, die Richtung habe ich keine gekriegt. Und da hat der Postbote per Bruno die Richtung, naja, was soll's, da geht er aus Feierabend. Ja. Ich tue ja nicht in anderen Leute, ich kann keine unter Postboten hier, wa? Briefträger, wa? Wenn man nichts hat, lebt man ganz ruhig. Dann will keiner was von einem. Wenn man viel hat, oder eben die Leute denken, dass man viel hat, was bei mir der Fall ist, bei mir denken die Leute alle, ich bin irgendwie Millionär oder was. Ja. Da denken die Leute denken zu viel. Nicht über die richtigen Dinge denken sie nach, sondern über dieses, was mag wohl mit dem sein, so denken die. Die denken nicht drüber nach, du weißt schon, was ich meine, ne? Ja, ja, ja. Die sind ja schon so ein bisschen neidisch auch und... Ja, ja, das klar, ist ganz, jeder, ganz schwierig. Ist ja, das. Ja, klar, jeder denkt anders, wa? Die Bremse schleift hier, die stelle ich auch noch ein. Aber... Weil ich hab ja schon viele Tempel hier erlebt. Jeder will mich unten hier haben für so scheiß Zeug, also deutsche Sachen, die wir haben. Das war komisch, wenn du das nicht abnimmst von ihm, dann ist das sauer, dann kommt er nicht mehr. Geh aber nicht hin. Okay, am Montag die Fahrradtour kann starten, auch wenn die Narbe mal einen Service bräuchte. Die rollt, die pollert ganz schön. Die Narbe werde ich aber nicht. Ja, ist denn der hier? Da musst du ja nichts draus machen, so um uns. Damit ihr mal wisst, was ich meine mit Poltern an Narbe. Hört sich an wie eine Dampflok. Also auch das ist der große Lagerring, so wie immer. Den müsste man neu machen. Das würde ich mal sagen. Jo, der Tag. Das war's für heute. Gut.
haben wir das geklärt. Auf alle Fälle, wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.